Für die Mission wollte ich dich jetzt eigentlich befördern, hier beim Alpha Clan. Oh, du willst mich befördern. Hallo, Max. Ich hab's geschafft. Mein Totem. Das war's mit dir. Hey Leute, Crymax hier, was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Minecraft auf der YouTube-Insel. Leute, was geht ab, ihr Paul Berger? Wir sind heute natürlich mal wieder auf geheimer Mission unterwegs, Leute. Ihr wisst es ja noch aus den letzten Episoden. Wir sind als Undercover-Spion dem Alpha-Clan beigetreten. Und letztes Mal haben wir gemeinsam mit dem Lotus-Clan das geheime TNT-Lager leergeräumt des Alpha-Clans. Heute geht es weiter auf geheimer Mission. Aber bevor wir weitermachen und den Alpha-Clan ausspionieren, müssen wir eine ganz, ganz wichtige Sache machen. Und zwar bin ich jetzt gerade auf dem Weg zu Amir, zu den Himmelskriegern, weil, Leute, letztes Mal mussten wir ja auch die Himmelskrieger angreifen, um Alphastein unsere Loyalität zu beweisen. Und ich hab's Amir noch gar nicht gesagt, dass ich ja nur undercover im Alpha-Clan bin. Das heißt, Amir denkt einfach gerade noch im Moment, ich bin wirklich im Alpha-Clan. Er wird richtig sauer auf mich sein. Wir müssen das als allererstes mal mit Amir klären, dass er weiß, dass wir wirklich nur ein Spion sind, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Wir fliegen jetzt mal zu den Himmelskriegern. Okay, Leute, da vorne ist die Himmelskrieger-Festung. Ich hoffe, Amir wird jetzt nicht komplett durchdrehen, wenn er mich sieht. Hallo, Amir. Hallo, Wife, Amir, seid ihr zu Hause? Hallo. Hä? Mit dir ist ja niemand. Wo ist denn Amir, Leute? Amir, wo? Amir? Was willst du hier? Mach die Waffe weg, mach die Waffe weg. Ich bin, was sprengst du sonst wieder? Ich bin friedlich hier. Ich werde es dir beweisen. Ich werde es dir beweisen. Ich werde meine aber nicht ausziehen, Max. Alles gut, du musst deine Rüstung nicht ausziehen. Ich kann verstehen, dass du sauer auf mich bist. Aber Amir, ich muss dir erklären, ich bin nur als Spion im Alpha-Clan. Ich bin nicht wirklich im Alpha-Clan. Ich hab das Haus von Evive gesprengt. Ich weiß, das musste ich doch machen. Ich musste auch beim Lotus-Clan was kaputt machen. Ich hab's aber auch schon SU gesagt und ich hab's auch eigentlich Evive gesagt. Mich wundert's, dass er dir nicht Bescheid gesagt hat. Hm. Okay, nehmen wir mal an, du bist ein Spion, okay? Ja. Was ist denn deine, was willst du denn da ausspionieren? Warte mal. Lass mal nicht, dass uns jemand zuhört. Lass mal irgendwie an einen sicheren Ort gehen. Komm mal mit. Warte mal, lass ins Nether gehen. Lass kurz ins Nether gehen. Ich habe nämlich Angst, dass meine Tarnung auffliegt. So nicht, dass Alphastein uns noch hört, Leute. Hä? Amir? Welches der Portale ist er denn jetzt reingegangen, Leute? Oder ist er in das Große reingegangen? Ach, warte, er ist da drüben. Max, falsches Nether. Ach so, in welches gehst du denn immer rein? Da hinten. Ah, okay, dann gehen wir nach da hinten. So, okay, komm, lass reingehen. Zieh deine Rüstung lieber an. Ja, hast du recht. Mach ich gleich. Okay, du vertraust mir wohl. Ich darf meine Rüstung wieder anziehen. Du darfst sie anziehen. Oh, was habt ihr hier für ein krasses Nether-Portal? Ja, weil diese Dinger hier nerven nur. Okay, pass auf. Ist hier ein sicherer Ort? Denkst du, hier belauscht uns auch niemand? Komm mit hier hin. Ja, okay. Das Problem ist, wenn meine Tarnung auffliegt, dann bin ich und meine Stadt in Lebensgefahr. Ja, lass uns hier reden. Okay, pass auf, Amir. Also folgendes, ich bin seit 3 Tagen undercover, beziehungsweise das ist jetzt der 4. Tag, bin ich undercover im Alpha-Clan beigetreten, ja? Mhm. Ich bin mittlerweile so weit, dass Alphastein mir komplett vertraut. Er hat mir sogar schon ein TNT-Lager von denen gezeigt. Das habe ich gestern mit dem Lotus-Clan komplett leergeräumt. Als Beweis, warte mal, ich kann dir richtig viel TNT noch geben. Guck mal hier, 2 Stacks, ich gebe dir. Zack, zack, hier. Ich habe den Rest dem Lotus-Clan gegeben, hier an euch auch nochmal 2 Stacks. Okay, ja, wir haben das komplette TNT-Lager leergeräumt. Ich habe noch Seville als weiteren Spitzel mit reingeholt, als mein Padawan. Alphastein vertraut mir komplett wirklich. Ich kann euch immer neue Informationen geben. Oh, Max, ich sag dir so, wie es ist. Mein Herz war gestern gebrochen. Das glaube ich. Ey, es tut mir auch leid, dass ich dir das nicht direkt sagen konnte, aber Alphastein war die ganze Zeit bei mir. Ich konnte es dir nicht sagen. Ja, ist okay. Weißt du was? Ja. Das hat sich gelohnt sogar. Wenn du denen so viel TNT wegholen konntest, dann ist das okay gewesen. Das Problem ist nur, die haben mehrere Lager, aber das eine Lager haben wir komplett leergeräumt. Ich bin natürlich dran, noch die anderen Lager rauszufinden. Und ich kann dir das jetzt schon mal sagen. Und zwar in wenigen Tagen wird eine große Alpha-Clan-Versammlung stattfinden, ja? Genau wo und wann das stattfindet, weiß ich noch nicht. Aber ich werde es dir, sobald ich es weiß, natürlich Bescheid sagen. Aber Max, du musst aufpassen, Digga. Was du machst, ist sehr gefährlich, ne? Ja, ich weiß ja. Wenn meine Deckung auffliegt, dann, ja... Dann schnappen die dich. Ich weiß, aber ich mache das alles, um uns zu retten. Du weißt, der Alpha-Clan, das ist ein Verrückter. Die wollen alles nur in die Luft jagen. Ja, das stimmt, ey. Die sind aber komplett nur am Durchdrehen mit allem. Ich kann ja mal so machen, wenn ich irgendwie Hilfe brauche, dann schreibe ich in den Chat, ja? Dann kannst du mir ja vielleicht helfen kommen, falls meine Deckung mal aufliegt. Und weißt du was, Max? Ja. Allein wegen deinem Mut, den du gerade hier beweist, die Himmelsinseln, die haben jetzt Grundstücke gebaut und wir lassen wenige Leute da. Also bist du einer von den Leuten, die sich ein Grundstück kaufen dürfen. Boah, was kostet denn ein Grundstück auf den Himmelsinseln? Also ich sag mal so, eigentlich 100 Diamanten. 100 Dias, okay, ja. Aber wenn ich denke mal, ich kann mit der Wife noch reden, weil ich muss ihm das abklären. Für deine mutige Tat und dass du uns auch die TNT gegeben hast. Ja.
kann man am Preis runter machen. Was du mit da drin hast, wenn du ein Grundstück bei uns hast, ist die komplette Unterstützung der Himmelskrieger permanent. Ah, ja, ist vielleicht kein, falls Paulberger Hills mal wirklich zerstört werden sollte, ist das vielleicht kein schlechter Zufluchtsort. Also danke für das Angebot. Mhm. Ist da schon Grundstücke, existieren die schon, dass ich mir die angucken also kann? Ich hab schon zwei gebaut. Natürlich kann man noch, ne, dadurch, dass es so limitiert ist, lassen nicht jeden drauf. Nur den Leuten, denen wir 100% vertrauen. Ja, halte das wirklich limitiert, ja. Genau, kann man einen Grundstückwunsch auch machen. Da kann man auch irgendwo eins bauen. Okay, warte mal, dann zeig mir mal gerne ein Grundstück. Ich muss jetzt gleich zum Alpha-Clan wieder zurück, aber 2-3 Minuten habe ich noch. Ja, dann pass auf. Ja, so. Wir müssen das schlau machen. Okay, Leute, Amir scheint mir wohl zu verzeihen. Das ist schon mal ganz gut, Leute. Also eigentlich kannst du jetzt komplett ausruhen. Ich habe jetzt nochmal hier unten eins gebaut. Also ihr habt euch hier schon echt was Schönes gebaut. Das muss ich euch lassen. In die Richtung das leere Wasser steht, wo mein Pfeil hinfliegt. Boah, das ist halt direkt da am Portal, ja? Ja. Und direkt neben meinem auch. Ja. Und du kannst auch hinter meinem, hinter Vive, kann man noch Grundstücke erwarten. Was ist denn dieses Ding da oben, was ich letztes Mal gesprengt habe? Das Haus von der Vive. Ach, das ist dein Haus, ist das? Ja, wir halten ja alles in so einem griechischen Athen-Style, weißt du? Aha, okay. Weiß, Marmor. Boah, was Gold. Da hinten für eine Riesenfläche, das da? Dort kommt bald die Himmelskriegerburg. Ah, okay, also das ist nicht mehr frei. Ja, das ist die Himmelskriegerburg. Links und rechts davon kommen jeweils noch Statuen von der Vive von mir als Himmelskrieger. Ja, okay, cool. Hey, Leute, ganz ehrlich, sollen wir hier auch was bauen? Das sieht echt schön aus. Ja, weißt du was? Dann würde ich einfach mal das Grundstück mir hier, das hier reservieren, in der Nähe von dir. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, quatsch mit der Vive durch. Ja. Und dann, wenn wir mal alle freie Minuten haben und du nicht vom Alpha-Clan umzingelt bist, kann man da mal. Okay, alles klar, Amir. Wie gesagt, ich muss jetzt wieder zurück, sonst fällt meine Decke, es fällt meine Tarnung auf. Ich werde dich mit weiteren Informationen, werde ich dir natürlich Bescheid sagen. Alles klar. Okay, pass auf dich auf. Dann mach's gut, ja? Pass du auf dich auf. Ja, ciao. Okay, Leute, das hat ja schon mal gut funktioniert. Amir ist nicht mehr sauer auf uns. Wir müssen jetzt zurück zum Alpha-Clan. Nicht, dass Alphastein sich noch fragt, wo ich die ganze Zeit bin. Weil er sieht ja auch, wann ich auf den Server komme und fragt sich wahrscheinlich, warum ich noch nicht da bin. Wir fliegen jetzt mal zurück. Und ja, Leute, wir müssen jetzt weiterhin rausfinden, wo die weiteren TNT-Lager sind, Leute. Let's go, wir fliegen zu Alpha City. Boah, Leute, da ist die neue Alpha City. Hä? Hier ist ja alles kaputt. Was denn hier passiert? Ey, mein Turm wurde auch zerstört. Yo, was geht denn hier ab, Freunde? Der Alpha Tower ist ja komplett broke. Warte mal, ich habe hier gerade oben jemanden gesehen. Hallo? Hallo? Odoman, was machst du denn hier? Max, was machst du denn hier? Ja, ich bin Alpha-Clan-Mitglied. Junge, ich auch, Junge. Wie, du bist auch im Alpha-Clan? Na klar bin ich im Alpha-Clan. Alter, okay, das ist ja cool. Wo ist denn dein Turm? Ich baue meinen Turm jetzt. Ich mache die Zwillingstürme jetzt. Alter, krass. Die Türme der Welt. Guck mal, das hier ist meine, aber der wurde irgendwie kaputt gemacht. Junge, von wem denn? Lass die klatschen gehen. Ja, safe. Niemand legt mit dem Alpha-Clan an. Ist so, Alpha-Clan. Alpha-Clan. Wer war das, Max? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Okay, sag mir Bescheid. Ja, weißt du, wo der Boss Alpha ist? Der war noch hier irgendwo. Ich muss also mit ihm reden. Noch mit Lofty irgendwo geredet gehabt. Also irgendwo hier war der. Ja, also, okay. Ich weiß genau nicht, wo er ist, aber ja, easy. Ich mach jetzt meinen Turm weiter, Bro. Ja, alles klar. Sag Bescheid. Jo, okay? Viel Spaß. Für den Alpha-Clan. Alpha-Clan. Alter, Odoman ist hier auch mit drin. Wie viele Mitglieder haben die denn mittlerweile? Ich meine, das hier ist Russics Turm. Das ist Timmys Turm. Alpha, Banks. Aber Banks ist ja auch nur so auf Fake-mäßig drin. Den können wir vielleicht als Support holen, um irgendwann den Alpha-Clan wegzumachen. Okay, jetzt nur die Frage. Wir müssen mal kurz gucken, wo Alpha-Stein ist, Leute. So, wir landen mal kurz hier. Boss Alpha, wo bist du? Frage ich jetzt mal. Wo ist der, Leute? Lofty schreibt, es gibt keinen Boss. Okay, wir müssen jetzt unsere Tarnung ein bisschen weitermachen. Max, ich habe gute Neuigkeiten. Komm zu Alpha City. Bin schon da, Boss. Okay, Leute. Ey, wir müssen uns hier richtig einschleimen bei Alpha Stein, damit er uns weiter Geheimnisse verrät. Gib mir eine Minute. Okay, er ist in einer Minute da, ja. Okay, Leute, wir warten jetzt mal kurz hier, bis Alpha Stein da ist. Wir können jetzt mal in der Zwischenzeit so machen, als würden wir hier unseren Turm reparieren, Leute. Das wirkt bestimmt auch gut, Leute. Dann warten wir mal, bis Alpha Stein jetzt kommt. Oh, Leute, er fragt, wo ich bin. Alpha Tower. Bin am Alpha Tower. Wo bist du, Alpha Stein? Oh! Ey, Lofty! Digga, ich hab wirklich gerade einen Totem verloren. Du hast einen Totem verloren? Digga, der hat mich einfach runtergekickt. Alter! Was? Guck mal, was? Digga, ich hab grad. Hör auf! Was ist denn los hier? Digga, ihr fliegt alle wie Bummis, ey. Okay, ich muss mal mit dem Boss reden, Lofty. Ja, dann red mal mit dem Boss. Hallo, Boss Alpha? Wo bist du, steckst du? Ja, bin ich. Max, ich habe sehr gute Neuigkeiten von dich. Okay, das, was du hier siehst, ist nicht so schön. Alter, aber die ganze Stadt wurde ja zerstört. Wer hat den Alpha-Clan angegriffen?
Muss ich dir gleich erzählen? Alpha-Clan, Alpha-Clan. Ich glaube, das war ein Army und eine Wife und so. Aber egal, ich habe eine bessere Nachricht. Ich komme erst mal mit. Ich muss dir was zeigen, Max. Army und eine Wife müssen wir fertig machen. Oh, warte mal, was will er mir denn zeigen, Leute? Ey, Alpha-Stein. Warte mal kurz, wir müssen kurz überlegen, was wir machen. Ja, ich glaube, ich habe alles unter Kontrolle, wirklich. Hey, ich muss jetzt das nächste TNT-Lager finden. Alpha-Stein, ganz ehrlich, die haben uns angegriffen, den Alpha-Clan. Wir werden die komplette Himmelsinsel wegsprengen von denen. Genau, richtig gute Idee. Ich würde sagen, Alpha-Stein, wir gehen jetzt aus dem TNT-Lager richtig viel TNT holen und werden die dann angreifen. Klingt nach einem Plan, Max. Ja, sehr gut. Für die Mission wollte ich dich jetzt eigentlich befördern, hier beim Alpha-Clan. Oh, du willst mich befördern. Oha, voll gut, du ja, danke. Du TNT holen, ich zeig dir nämlich gleich das andere Versteck, wo wir noch mehr TNT haben. Und dafür musst du jetzt erstmal upgraden. Boah, okay, sehr gut. Ja, bin ich dabei natürlich. Bist du bereit? Ey, Leute, wirklich? Das ist ja ich perfekt. Nicht jedes Alpha-Clan-Mitglied ist wirklich. Du musst dich wirklich richtig krass schätzen, Max. Ja, okay, ja, ich bin bereit. Du hast wirklich Talent, du bist einer von den Besonderen, verstehst du es? Boah, bin ich dann der Vize-Boss vom Alpha-Clan? Ja, du stehst dann offiziell unter Russik und mir, direkt darunter. Alter, ich werde befördert. Okay, krass. Ja, sehr gut. Und danach kannst du es auch in die Elite schaffen. Dann gehörst du zu den drei Bossen. Wenn ich zu den drei Bossen gehöre, weiß ich dann über alle geheimen Lager und Verstecke Bescheid. Alles, du weißt dann alles über den Alpha-Clan. Oh mein Gott, Leute. Alle Pläne, das ist perfekt. Offenbar die dann alles. Bald wissen wir alles, um den Alpha-Clan zu stürzen. Ja, perfekt. Ja, super. Okay, Max. Ja. Dann bist du bereit. Du kennst den Ort hier jetzt schon. Hier musstest du durch, als du den Alpha-Clan beitreten wolltest. Jetzt gibt es eine stärkere Stufe. Ich würde sagen, nimm Totems in die Hand dafür. Ja, warte mal. Muss ich jetzt hier wieder durch die Lava und Wasser und so? Ja, genau. Aber diesmal wird es ein bisschen härter. Ein paar Stufen mehr, deswegen du brauchst Totems. Du musst beweisen, wie stark du bist in Minecraft. Okay, ja, ich werde es beweisen. Und wenn du das Ganze nach unten schaffst, dann hast du gewonnen. Okay, ja, mach ich. Gut, Okay, du kannst gleich reinspringen. Ich gehe dann die Leiter runter. Ja, okay, alles klar. Soll ich anfangen? Max, du schaffst das, fang an, Kumpel. Okay. Okay, Leute, wir essen Goldapfel. Wir cheaten uns hier ein bisschen durch. Muss er ja nicht wissen. Au. Ey, das ist ja nur Lava. Hier kommt ja gar kein Wasser mehr. Nur Lava. Ah. Oh. Hallo, Max. Ich hab's geschafft. Au, mein Totem. Das war's mit dir. Leute, ich bin gestorben. Was? Nein. Und ich bin hier beim Lotus-Clan. Ich muss schnell wieder zurückkommen. Ey, nein. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, meine Deckung ist aufgeflogen. Wir müssen schnell wieder hin. Oh, Leute, wir sind jetzt wieder hier an dem Ort. So, irgendwo hier war doch die Leiter, wo Alpha-Stein runter ist. Ey, Leute, ich hoffe, der hat nicht unseren kompletten Loot jetzt weggenommen. Ey, nein. Ey, Max! Gib mir mein Loot wieder. Warum hast du das gemacht? Guck nicht in die Kiste, sonst besiege ich dich wieder. Warum hast du das gemacht? Ich habe alles herausgefunden, du Verräter. Du hast mit dem Lotus-Clan zusammengearbeitet und mit den ganz anderen Leuten. Du hast verdammt, den Alpha-Clan ausgerupft. Ich habe alles gesehen. Verdammt, unsere Deckung ist aufgeflogen. Das ist eine Lüge. Nein, Max, du kannst dich ja nicht mehr rausreden. Los, geh hoch. Geh die Treppe sofort hoch. Die Leiter meine ich. Dass jemand erzählt Lügen über mich. Geh da hoch jetzt. Aua, ich musste das machen. Der Lotus-Clan hat mich gezwungen. Gib mir mein Loot wieder! Gib mir mein Loot wieder! Nein, du gehst jetzt erstmal hoch! Oh nein, Leute. Ich wusste alles, ihr habt alles kommentiert, du wolltest den Clan ausspionieren. Wir haben alle deine Videos gesehen. Nein, Leute, meine Deckung ist aufgeflogen. Ich wurde verraten. So, hier machen wir jetzt erstmal zu. Das war's mit dem, kannst dich ja nicht mehr rausreden. Verdammt, Leute, ich hab nicht mal Loot, um mich hier reinzubauen wieder. So. Was willst du von mir? Ja. Musst du mir erstmal folgen, ich kenne so einen Ort. Da kann ich dir alle Items wiedergeben. Ey, gib mir bitte mein Zeug wieder, Mann. Max, du musst dir folgen, bitte. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja okay. Wenn du deine Items wieder haben willst, hast du keine Wahl. Ich werde dir folgen, ja. Du bist jetzt damit offiziell raus vom Alpha-Clan, ist dir jetzt bewusst. Ja, ist okay für mich, ja. Ist okay für dich, sag sowas nicht. Ja, nein, ich will noch weiter drin bleiben. Max, tut mir leid, folg mir sofort. Ey, nein, Leute, meine Deckung ist aufgeflogen. Ich muss ihm jetzt nachfliegen, sonst gibt er mir meinen Loot nicht wieder. Ey, Mann. Ey, Leute, was soll ich denn jetzt machen? Wo bringt er mich denn jetzt hin? Ey, wo bringst du mich denn jetzt hin? Oh, okay, wir müssen ihm folgen. Leute, keine Ahnung, was er jetzt vorhat. Ich muss dir was zeigen, Max. Ja, okay.
Und danach kriege ich meinen Loot wieder, hast du gesagt. Ja, den habe ich schon weggebracht. Der ist da schon. Da kannst du den abholen. Der kann da noch gar nicht sein. Doch, ich hab die Schalkerkiste mitgenommen. Okay, okay. Ja, gut, Leute. Ich hatte wirklich eine Schalkerkiste dabei. Vielleicht, sagt er die Wahrheit. Voll richtig schöne Zeit hier. Komm mit. Kennst du den Ort hier? Was ist das? Was ist das hier? Tu nichts, als ob du das nicht kennst. Ich kenn das hier nicht. Was ist das? Die Alpha-Clan-Base, die geheime. Komm mit, wir müssen da vorsichtig landen. Pass auf mit dem Das Film. Ist also die geheime Alpha-Clan-Base? Alter, ich dachte gerade schon, Alpha-Stein stirbt. Okay. Geschäft, das schafft nur Das ist die geheime Alpha-Clan-Base. Ja, die wurde gesprengt, siehst du das nicht? Wow. Ey, ich war noch nie hier. Ich wusste gar nicht, dass sie hier ist. Echt? Dumm. Ich wusste jetzt das nicht. Jetzt kennst du die. Wow. Bedien dich. Ich meine, du bist raus aus dem Alpha-Clan. Du darfst gar nichts bedienen. Hä, wie bedien mich? Warum soll ich mich bedienen? Hä? Warte mal, was ist das? Das anreizt, sich rausnehmen. Max! So, ich hab eine Armbrust. Max, nimm das weg. Ja. Ich hab Rüstung, du hast keine Rüstung. Drop das sofort. Ja, okay, okay, ist ja gut. Was willst du denn? Komm mit jetzt erstmal. Ich muss kurz die Lava wegmachen. So. Hey, komm sofort jetzt hier rüber. Verdammt, ja, ist ja gut. Los, beweg dich. Hey, Leute, wenn ich bin mit einem Schuss down, ich kann nichts machen. Wie? Max, du siehst schon richtig. Nein, ey, du willst... Guck mal, da ist eine Tür. Ey, du willst mich doch jetzt nicht hier einsperren. Geh da durch, Max. Alter, nein, nein, nein. Du hast keine Wahl. Ja, okay, ist ja gut. Du bist nicht jetzt der einzige YouTuber, der drin ist. Wir wurden schon von jemand anderem verraten. Alter, aua. Schau mir die Flügel. Mach rechtsklick aufs Bett sofort. Ja, ey, nein, nein, nein. Ich will nicht rechtsklick aufs Bett machen. Los, sofort. Ich muss checken, was für Items dabei ist. Ja, okay, ist ja gut. Hast du gerespawnt? Nein, Leute, jetzt bin Blöcke, ich hier gefangen. Blöcke, los. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Oh nein, ich werde wieder sterben. Ich werde wieder sterben. Oh. Nein, ich bin hier drin gegeißelt. Ich bin hier drin gegeißelt. Nein, lass mich raus. So, Max, das ist das sicherste Gefängnis auf der ganzen YouTube-Insel. Ich mache jetzt Lava hin. Nein, du kannst nein, die Tür nicht mehr aufmachen, weil du dann rüberfällst. Wenn du oben einen Block abbaust, Hilfe! Ist der Lava unter dir, ist Lava. Oh mein Gott. An der Seite ist Lava. Hier ist wirklich überall Lava. Du bist gefangen. Nein, 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 nein. Lass mich raus. Hey. Die Lava kommt. Nein, nein, nein. Wo ist mein Ende? Ich weiß nicht, hier wird mich niemals jemand hören. So, ich gehe jetzt ein Items holen, Max. Ich komme gleich wieder. Ich bringe dir deine Kiste hin. Nein. Leute, wie soll ich hier rauskommen? Ich kann mich hier niemals durchbauen. Ich habe eine Magma-Kugel. Was soll ich denn damit? Ey, Leute, ich brauche unbedingt Hilfe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Oh Mann, ey. Nein, 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 nein. Was sollen wir machen, Leute? Ey, Leute, ich baue jetzt hier, glaube ich, schon seit 3 Minuten so einen Block ab, ohne eine Hacke Obsidian abbauen. Das ist unmöglich, Leute. Das ist unmöglich. Was soll ich machen? Aber ich versuch's. Wir müssen uns ja irgendwie hier rausbauen. Ich hoffe, das, was Alphastein gesagt hat, stimmt nicht. Dass hier wirklich nur kein Lava außenrum ist und so. Oh, komm, wir machen jetzt hier mal weiter. Ey, Leute, das ist zu krank. Das ist zu krank. Ich glaube, ich mache das jetzt wirklich hier schon seit 3 Minuten, ne? Das geht nicht. Wie lange dauert das, Obsidian ohne eine Hacke abzubauen? Ey, Leute, wir kommen hier gefühlt niemals raus. Wir kommen hier gefühlt niemals raus, solange wie das dauert. Man sieht hier auch gar nicht, irgendwie, wie weit der Block schon zerstört ist, weil das so dunkel ist. Aber ich mache das ja echt schon lange. Oh mein Gott! Nein! Ey, da ist wirklich Lava dahinter. Was redest du da, Yellow? Nix, Alphastein, nix. Gott. Was ist rausgekommen, Max? Ich hab dir gesagt, du wirst es niemals schaffen. Ah, verdammt, ich werde hier rauskommen, Alphastein. Und weißt du was? Dann mache ich deinen Alpha-Clan letztendlich fertig. Träum das. Soll ich dir mal was verraten? Soll ich dir was verraten? Was denn? Das TNT-Lager, ja, das du mir gezeigt hast, das habe ich schon komplett leergeräumt. Haha. Und das ganze TNT habe ich den Himmelskriegern und dem Lotus-Clan geschenkt. Ist das ein Ernst, Junge? Nimm das! Egal, was jetzt passiert, selbst wenn ich hier drin verrotte, ich habe euch schon hops genommen. 30 Stacks TNT haben wir euch geklaut. Oh nein, ich konnte gerade eben noch was mitnehmen aus deiner Kiste. Ich habe mir deine Kiste jetzt hingestellt, dort ist noch Schwarzpulver. Aber das ist nicht alles. Verdammt, Leute, nein! Verdammt. Ich komme hier nicht raus, jemand muss mir helfen. Ich muss irgendwie A mir schreiben. Hilf mir. Ich werde hier rauskommen. Warte ab, Max, warte ab. Wir werden sehen.
Ich würde mir jetzt das ganze TNT von dir holen und in Paulberger Hills platzieren. Das war's jetzt. Nein, nicht meine Stadt, Paulberger Hills. Nix mehr YouTuber-Insel. Wenn du Paulberger Hills was antust, Alphastein, ich schwöre dir, ich werde dich im Erdboden gleich machen. Das hast du mir eh schon gedroht, Mann. Du kannst nicht mehr drohen. Du hast schon den ganzen Alpha-Klan jetzt zerstört. Du kriegst Rache. Dein Haus wird jetzt gesprengt. Nein, nicht mein Haus. Nein. Let's go. Nein, Leute. Er wird jetzt meine ganze Stadt verwüsten. Okay, Armin muss mich hier schnell rausholen. Ich schreibe ihm gerade schon. Meine Deckung ist aufgeflogen. Ich bin Koordinaten minus 830, 70 und 13. Minus 830. Nein, Alphastein schreibt, ciao, Paulberger Hills. Ey, Mann. Ich hoffe, Amir kommt gleich, Leute. Ich habe ihm die Koordinaten geschrieben. Er ist meine einzige Hoffnung. Man kommt hier nicht raus. Das ist voll das OP-Gefängnis, was die hier gebaut haben. Kann hier nichts machen. Wenn ich durch die Lava hier, wenn ich die Tür abbaue und durch die Lava schwimme, sterbe ich auch und lande wieder hier. Ich komme. Oh nein, ich höre schon Explosionen. Okay, schnell, bitte. Alpha will ganz PB Hills zerstören. Ey, Leute, wenn er meine Stadt zerstört, dann ist hier wirklich komplett Krieg, Leute. Ich sag's euch. Hä? Amir? Max. Oh mein Gott, ja. Psst. Ja, okay. Hol mich raus. Warte. Hast du mein Zeug geholt oder was? Nee, aber das ist von mir, meine Zweitsachen. Aber er muss hier irgendwo meine Sachen in eine Kiste gepackt haben, hat er gesagt. Ist das hier? Ja, das ist mein Zeug. Warte mal, ich geb dir das mal wieder. Danke dir, Bro. Er hat mein Zeug hier in eine Kiste gepackt. Okay, sehr gut. Digga, ey, Bro, meine Tarnung ist aufgeflogen. Ey, ich glaube, der Schaufel ist auch hier, oder? Ey, der hat meine ganzen Goldäpfel und Totems mitgenommen. Hier, guck mal, hier sind voll viele Totems. Hier sind 6 Stück. Boah, ja, okay, die kopp ich mir alle. Und Goldäpfel hat er noch, aber egal. Ey, wir müssen Alphastein stoppen. Der will ganz Paulberger Hills zerstören. Boah, Ehre. Warte, hier auch noch. Genau. Ja. Zack. Erstmal ausrüsten, Leute. Wir müssen jetzt sofort los. Wir müssen den Psychopathen aufhalten. So. Okay, Stärke, Tränke, alles. Okay, let's go. Amir! Ja. Ey, danke dir fürs Rausholen. Ich wäre da nicht rausgekommen, sag ich dir ehrlich. Nee, wir müssen da raus. Irgendwo hier ist das. Jetzt schnell, wir müssen zu Paulberger Hills. Wir müssen zu Paulberger Hills fliegen. Hier geht's hoch. Okay, komm. Ups. Oh. Ey. So, okay, raus hier. So, schnell in die Stadt. Oh mein Gott, er hat hier schon was zerstört. Nein. Er hat hier schon was zerstört, Amir. Nein. Da ist er! Zack! Ich hab ihn! Ja, sehr gut. Hinterher. Leute, Goldapfel und rein in den Fight. Gib ihm Pfeilhagel, Amir! Komm schon! Hab ich getroffen? Nein! Nein! Nicht mein Haus! Es war abgebaut! Oh mein Gott, okay. Das gibt Rache, Alpha! Aber eure Base lasse ich in Ruhe, aber Max hat das verdient, weil er ein Verräter ist! Nein! Nein, mein Haus! Nein! Der kleine Hund. Verzieh dich jetzt von hier! Max, du hast Verrat begangen, das ging zu weit! Alpha-Clan! Nein! Leute, mein Haus! Alphastein, ich werde mich rächen dafür! Erzähl dich jetzt von hier! Dachtest du ernsthaft, ich will dem Alpha-Clan beigetreten? Bist du selbst schuld? Ja, Mann, ich dachte, du bist für Frieden auf der YouTube, aber nein, du gehörst zu den Bösen! Ich bin auch für Frieden! Verzieh dich jetzt hier! Du hast Paulberger Hills Verbot! Dein Helikopter will ich auch noch mitnehmen! Nein, nicht mein Heli! Ich kümmere mich um ihn. Ich werde hier warten, ihn abcampen. Tut mir leid, du hast verdient! Dein Heli muss leiden, Max. Nicht mein Heli! Das ist dein Problem. Ey, hör auf. Das ist dein Problem. Das hast du selber zu Nein, ey, der Heli! Nein! Ey, der war so viel Arbeit, der Helikopter, Leute. Ey, der war so viel Arbeit. Verdammt! Okay, das wird Rache geben. Ich hab's versucht, ihn aufzuhalten. Nein! Ich weiß, Ami, ich weiß. Guckt euch an, wie mein Haus schon wieder aussieht. Mir reicht's, Leute. Mir reicht's. Amir. Okay. Mir ist es egal. Ich muss den Alpha-Clan stoppen. Selbst wenn Paulberger Hills dabei zerstört wird, dann werde ich halt ein Grundstück mir bei den Himmelskriegern holen. Aber ich werde mir jetzt einen Plan machen und nächstes Mal werde ich das so fest zuschlagen, dass der Alpha-Clan nicht mehr aufsteht. Wir müssen die wirklich einfach. Ihr habt TNT bekommen, Lotus-Clan hat TNT bekommen. Wir müssen gemeinsam zusammen angreifen und die fertig machen, sage ich dir ehrlich. Soll ich ehrlich zu dir sein? Ja. Wir haben gestern und vorgestern aufgerüstet. Wir haben über 1000 EMP bei uns. Boah, wir dürfen nicht mehr so kleine Angriffe machen. Wir müssen so angreifen, dass die nicht mehr aufstehen.
von der Landkarte auslöschen. Weißt du, so ein Ding muss das sein. Wir müssen uns mal wirklich alle treffen und uns beraten, wie wir ja. mit dem Problem weitergehen. Eine Versammlung zwischen Lotus-Clan, Himmelskriegern und, keine Ahnung, Ex-Netherite Guards. Ja, lass uns da was irgendwie... Okay. Naja, Amir, danke dir fürs Rausholen, ja? Ja, wenn noch was gut. ist, schreib mir. Mach ich, yo. Ciao. Okay, Leute, das war's gewesen. Mein Haus ist mal wieder zerstört. Wir müssen es reparieren. Lasst ein Like und ein Abo da. Was sollen wir gegen den Alpha-Clan machen? Unsere Tarnung ist leider aufgeflogen. Bis dann. Haut rein, Leute. Euer Grandmaster.